Hallo YouTuber, willkommen in unseren Insektenhotels. Heute will ich euch mal unsere drei Insektenhotels zeigen. Vielleicht können wir auch einige Gäste sehen. Hier ist das erste. Und jetzt schwenken wir mal rüber zu den zwei anderen. So, hier haben wir jetzt die anderen zwei Insektenhotels. Und die ersten Wildbienen sind schon eingezogen. Mal schauen, ob wir die eine oder andere sehen können. Die Löcher sind schon verstopft, also sind die teilweise schon bewohnt. Das sieht noch etwas unbewohnter aus. Schauen. Unser benachbartes Vogelhäuschen hat jetzt eine Sommerpause und hat den ganzen Winter über fleißig den Vögeln als Futterstelle gedient. Ist gleich in der Nachbarschaft zu den Insekten, was jetzt natürlich nicht so gut wäre, dann würden ja alle Insekten weggefressen werden. Ich glaube, jetzt kommen schon ein paar. Das ist doch ein nettes Eckchen im Garten. Ideal für die Insekten. Und vielen Dank fürs Zuschauen, Abonnieren und Kommentieren. Das ist auch wichtig.